Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar im Rahmen des Booktube Sommercamps. Ja, es ist wieder soweit. Ein Haufen Booktuber versorgen euch ja mit sommerlich angehauchten Videos. Und es wird täglich zwei Videos geben, nämlich morgens um 8 und dann auch nochmal mittags um 14 Uhr. Gestern hat die liebe Juli von Juli Bücher den Anfang gemacht. Und heute Mittag um 14 Uhr geht es mit der lieben Steffi vom Buchschnack weiter. In der Infobox findet ihr auf jeden Fall noch eine Playlist zu dem Ganzen. Die könnt ihr abonnieren und dann verpasst ihr keines der Videos mehr, die noch kommen werden. Das Ganze wird nämlich über mehrere Wochen gehen. Und ja, da könnt ihr vielleicht auch ein paar neue Kanäle kennenlernen, Altbekannte wiederentdecken und einfach Spaß mit sommerlichen Videos haben. Ja, worum wird es in meinem Video gehen? Ich zeige euch meinen sommerlichen Lesestapel. Ich habe mir nämlich ein paar Bücher rausgesucht, die alle Sommer zum Thema haben. Und sie alle vereint auch, dass sie ja so ein bisschen leichte Lektüre sind, teilweise aus dem Jugendbuchbereich. Wenn draußen also 30 Grad sind und einem der Kopf wegschmilzt, dann kann man da mit leichter Lektüre und einem kühlen Getränk gut dagegenhalten. Lest ihr gerne den Jahreszeiten entsprechend? Und was sind denn eure sommerlichen Buchtipps? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps in die Kommentare unten reinschreiben würdet. Ja, und dann zeige ich euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Als erstes habe ich ein Buch gewählt, das ich schon ewig lesen will und das ich sogar schon mal angefangen hatte. Dann hatte ich das aber eine ganze Weile pausiert und habe dann gesagt, nein, 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 ich mag die Autorin so gerne. Ich werde das Buch nochmal in einem Stück durchziehen. Und zwar rede ich von Wiedersehen mit Lucky von Jen Bennett. Hier geht es um Josie und die zieht mit ihrer Mutter zurück in ihre alte Heimatstadt. Die Mutter will dort den Buchladen der Familie führen und Josie soll ihr letztes Highschool-Jahr machen. Danach will sie dann zu ihrem Vater an die Westküste ziehen, der ist nämlich ein bekannter Fotograf. Und Josie möchte den Sommer einfach noch dafür nutzen, ein paar schöne Fotos zu machen und ja, ihren Stil zu perfektionieren. Allerdings trifft Josie dann auf Lucky. Das war früher mal ein guter Freund von ihr, aber der hat sich ganz schön verändert, denn von dem lieben netten Jungen ist nichts mehr übrig geblieben. Der ist jetzt, ja, ziemlich rowdyhaft, grüblerisch, aggressiv und eigentlich sollte Josie von ihm die Finger lassen. Allerdings hilft er ihr dann aus einer ziemlich brenzligen Situation raus und ja, dann kommen die beiden sich halt wieder ein bisschen näher. Ich bin sehr gespannt, wie es hier ausgeht. Ich bin damals nicht besonders weit gekommen. Ich glaube so 60, 70 Seiten. Aber ich liebe Jen Bennetts Bücher einfach. Sie schreibt so toll und so authentisch. Also bei ihr ist es halt, das sind Jugendbücher, aber da muss nicht unbedingt zum Ende hin immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern ja, manchmal lassen sich die Eltern auch scheiden oder so. Und ja, ich finde das schön und ich bin gespannt, in was für eine Richtung das geht. Also bei Jen Bennett weiß man halt nicht, ob sie dann, ob Josie zum Schluss wirklich in der Stadt bleibt oder ob sie entscheidet, dass sie gehen muss, ob sie sich für eine Fernbeziehung entscheidet oder so, dass die beiden irgendwie zusammenkommen. Das steht ja irgendwie außer Frage, aber ja, ich bin sehr gespannt und habe da richtig Lust drauf. Dann habe ich mir ein Buch ausgesucht, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal auf einem anderen Lesestapel und es ist irgendwie so untergegangen. Passt aber jetzt perfekt in den Sommer, nämlich Stay Sweet von Siobhan Vivian. Und zwar geht es hier um Amelia und die hat den perfekten Sommerjob in ihrer Kleinstadt an Land gezogen, nämlich als Aushilfe in Mollys Eisdiele. Molly ist so eine ältere Frau und die macht halt so eine richtig coole Eissorte, die heißt Home Sweet Home. Dafür stehen die Leute endlos Schlange, die wollen unbedingt was davon abhaben. Und dann passiert allerdings, dass Molly stirbt und Amelia setzt jetzt alles dran, die Eisdiele zu retten. Klingt ein bisschen traurig, aber auch irgendwie sehr süß und ich meine, es geht um Eis. Sommerlicher geht's ja gar nicht, oder? Eine Eisdiele als Setting, sehr, sehr cool für den Sommer. Habe ich richtig Lust drauf. Auch ein cooles Setting hat das nächste Buch, nämlich von Maggie McGinnis, Zweimal heißt für immer. Hier geht's auch um eine Josie, wie schon in Wiedersehen mit Lucky. Ja, Josie kehrt zurück in ihre Heimatstadt, denn ihr Vater ist schwer krank und sie will halt da bleiben, bis er wieder auf den Beinen ist. Die Familie hat einen Freizeitpark und der ist halt für viele Leute das absolute Highlight. Josie allerdings verbindet damit
schlimme Erinnerungen und es hat sich auch in diesem Freizeitpark absolut gar nichts verändert und sie will eigentlich ganz, ganz schnell wieder weg. Denn sie trifft dort auch auf Ethan, ihre erste große Liebe. Und Josie merkt, dass da vielleicht immer noch Gefühle für Ethan sein könnten. Kann sie also noch bleiben und feststellen, ob es diesmal mit ihm für immer sein könnte? Oh, ich finde, das klingt so süß. Und ey, ein Freizeitpark als Setting ist ja wohl auch super sommerlich. Also richtig, richtig cool. Ich bin sehr gespannt, ob der Freizeitpark dann auch so richtig im Zentrum steht. Oder ob das wieder nur so ein Ding ist, womit ich jetzt gelockt werde und dann werde ich enttäuscht. Na, mal gucken. Ich glaube, das nächste Buch könnte auch ganz sommerlich werden, nämlich Keep Calm and Travel. Jetzt fängt das Leben erst richtig an von Bettina Brümme. Das habe ich letztens aus einem Wanderpaket gezogen und ich dachte mir, ja, klingt cool, das bauen wir direkt in so einen Lesestapel ein. Es geht hier um Alva und die macht eine Neuseelandreise und stellt fest, dass ihr Praktikumsplatz, den sie da annehmen wollte, gar nicht existiert. Sie nimmt dann eine Stelle als Au-pair an, aber die ist irgendwie zum Davonlaufen. Wenigstens taugen ihre Erlebnisse für witzige Instagram-Posts. Sie ergattert dann schließlich einen Job in einem Kinderhilfsprojekt und zwischen Windeln wechseln und Wahltouren lässt bald Mitpraktikant Laurin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ihr Herz schneller schlagen. Aber dann erschüttert eine Naturkatastrophe die Gegend und Alva lernt das Leben von einer ganz neuen Seite kennen. Das klingt bedrückend, aber auch irgendwie cool. Also ich glaube, Neuseeland ist halt auch mal ein anderes Setting. Klingt so ein bisschen nach Coming of Age. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nicht so richtig was drunter vorstellen, aber das klingt wie so ein kleiner Kurzurlaub in Buchform. Ich bin gespannt. Ich weiß übrigens nicht, ob ich alle Bücher von dieser Liste überhaupt schaffen werde, aber das spielt für mich erstmal so eine untergeordnete Rolle. Also ich liebe es, Listen und Lesestapel zu machen und dann gucke ich halt, wie weit ich komme. Ich stelle mir den dann so hin, dass ich ihn permanent sehen kann und dann werde ich garantiert zu dem einen oder anderen Buch greifen. Und ja, ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr auch so Lesestapel macht, ob ihr da auch ein Fan von seid oder ob das irgendwie gar nichts für euch ist. Ich weiß ja, viele von euch lesen eher spontan. Das nächste Buch hat mich mit der Aufschrift Die perfekte Strandlektüre gecatcht. Und zwar ist das Salzige Sommerküsse, verliebt auf Nantucket von Layla Howland. Das ist auch eher so ein Jugendbuch. Und hier geht es um Cricket. Sie hatte sich ihren Sommer ganz besonders vorgestellt, nämlich am Strand in den Armen von Jay Logan. Ja, das sollte der perfekte Sommer werden. Allerdings lädt ihre Freundin sie dann aus dem Familienurlaub aus und dann kann sie nicht mit nach Nantucket. Sie findet dann doch noch einen Weg dahin, denn sie heuert kurzerhand auf der Insel als Zimmermädchen in einer kleinen Pension an. Während ihre Freunde Party machen, schlägt Cricket sich mit Betten machen und Putzen durch. Dann lüftet sie ein lang gehütetes Geheimnis und verliebt sich Hals über Kopf in den einen, von dem sie eigentlich die Finger lassen sollte. Ja, da bin ich immer gespannt, was das für ein Typ ist und vor allem, was das für ein Geheimnis ist. Das ist auch echt groß gedruckt und hat auch nicht so viele Seiten, 330. Also das ist so ein Buch, da flitzt man mal an einem Tag ziemlich schnell durch, wenn man mal so einen Sonntag frei hat oder so. Klingt ganz nett. Und ich meine, ich habe für diesen Lesestapel ja auch... Ich nehme das mit dem Sommer immer nicht so ernst. Also normalerweise wäre ja jetzt Juni, Juli, August gewesen. Aber mein Gott, wenn ich da im September auch noch welche von lese, ne? Im September ist auch noch warm. Sobald es wieder kühler wird, ist dann der Sommer für mich irgendwann beendet. Also ich habe noch Zeit. Dann habe ich noch ein Buch, das scheint eher für so jüngere Leser zu sein, aber es ist von Jenny Hahn. Und weil ich Jenny Hahns Schreibstil so mag, möchte ich das ja trotzdem lesen, nämlich Zitronensüß. Hier geht es um Anne-Marie oder Chuck, wie ihre Familie sie nennt. Und Chuck glaubt, es gibt nichts Schlimmeres als 12 zu sein. Sie ist zu groß, zu sommersprossig und zu flachbrüstig. Und alle um sie herum gedeihen prächtig. Ihre Freundinnen verändern sich, ihr bester Freund benimmt sich komisch und Chuck möchte eigentlich nur, dass alles halt so bleibt, wie es ist. Ja, die Highschool fängt an und die Welt scheint einfach nicht ganz rund zu laufen. Aber vielleicht ist es ja auch Chuck, mit der nicht alles ganz rund läuft und mit der die Welt nicht in Ordnung ist. Ist halt so eine süße Coming-of-Age-Geschichte, denke ich mal. Und die hat auch nicht viele Seiten. Ja, 260. Das ist auch wieder was man halt mal eben so wegsuchtet. Und ich finde Jenny Hahns Geschichten einfach so süß. Ich wollte erst Der Sommer, als ich schön wurde, auf die Liste packen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gelesen. Aber ich glaube, das hier ist ein Einzelband, dann lese ich erstmal lieber das.
Weil das andere ist, glaube ich, schon wieder eine Trilogie. Und dann habe ich noch den Auftakt einer Reihe da. Der schreit auch nach Sommer, nämlich Love It Island, Sommernächte von Emilia Schilling. Hier geht es um Love It Island. Das ist wohl so eine paradiesische karibische Insel. Und wer dort einen Job ergattert, der hat das große losgezogen. Denn neben weißen Sandstränden und dem türkisblauen Meer gibt es da noch Partys mit den Reichen und Schönen. Hier will Macy Stiles ihr altes Leben hinter sich lassen und neu anfangen. Und dort fällt sie dann ausgerechnet dem Sohn des Inselbesitzers ins Auge. Der heißt Trevor Parker und er ist nicht nur märchenhaft reich, sondern auch ein gefährlich attraktiver Baseballstar. Die Frauenherzen fliegen ihm nur so zu und Society Girl Blair hat nicht vor, Trevor kampflos einem niemand wie Macy zu überlassen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das Buch kann alles sein. Von absolutem Trash bis zur Perle bis zum absoluten Flop. Ich habe irgendwie keine richtigen Erwartungen an das Buch. Ich habe aber auf den Sommer gewartet, um das endlich lesen zu können. Das ist, glaube ich, schon im Winter bei mir eingezogen und jetzt brenne ich drauf. Also so karibisches Flair und so, ist doch cool. Habe ich voll Bock drauf. Ja, das waren meine Bücher für meinen sommerlichen Lesestapel. Kennt ihr schon eins der Bücher? Wenn ja, wie hat es euch denn gefallen? Tops, Flops, schreibt mir alles. Und dann klickt euch wie wild durch die anderen Sommercamp-Videos. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mehr habe ich nämlich heute gar nicht zu erzählen. Bis dann. Tschüss.